Issachar. Issachar ist ein israelitisches Volk. Issachar war auch der 9. der 12 Söhne Davids im Alten Testament bzw. im jüdischen Tanach, also in der hebräischen Bibel. Issachar, also einer der Nachkommen von Jakob und der Begründer eines der Völker, die sich in Israel nachher niedergelassen haben. Issachar ist insbesondere ein kleines Volk. Man findet es in der Nähe vom See Genezareth in den Jahrhunderten vor Christus. Issachar repräsentiert damit auch eine der 12 göttlichen Völker, repräsentiert auch eine der 12 verschiedenen Manifestationen des Göttlichen. In manchen esoterischen Richtungen werden die verschiedenen Völker auch den verschiedenen Tierkreiszeichen und den 12 Grundprinzipien des Universums gleichgesetzt.